und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lifeless Planet. Wir auf der Suche nach dieser russischen Alien-Frau sind. Die anscheinend da unten irgendwo lang gelaufen ist. Wir tigern jetzt irgendwo gefühlt hier oben rum, weil wir da hinten dieses Portal haben, wo anscheinend auch die Fußspuren hingehen. Es scheint. Und anscheinend sind wir auf eine andere Spezies gestoßen. Also hier gibt es ja sowieso andere Spezies. Spezien. Ja, aber anscheinend gibt es da welche, die Portale erschaffen können. Bauwerke. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Auf jeden Fall hat diese andere Spezies wohl ganz große Bauwerke. Wir müssen jetzt bloß rausfinden, wie wir da oben hinkommen. Runterspringen ist wahrscheinlich im Moment gar keine Option. Wir müssen da hinten. Okay, aber wie kommen wir da am besten hin? Wo ist... frag ich auch. Warum frag ich auch? So wie gemacht. Darüber? Auf jeden Fall erscheint ja wieder durchs Portal. Oder was heißt wieder? Wir wissen ja nicht, ob sie durchs Portal gekommen ist oder ob das angeblich diese Krankheit ist, die sie befallen hat, weil die haben ja ein Heilmittel gesucht. Boah. Für den Fuß verknackst hier. Keiner hat dieses Portal vorher gefunden. Ich meine, die Russen haben es ja anscheinend entdeckt. Warum haben es die anderen nicht entdeckt? Dann kann man irgendwo was im Weltraum verstecken. Oder bin ich dazu zu doof? Der Weltraum an sich ist ja nun riesig. Ich sehe das selten. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich möchte da eigentlich nicht hin. Da sind... Leichen, ein Grau, dass eine Reihe von Menschen brutal von Wurzelkreaturen getötet wurden. Haben diese feindlichen Kreaturen auch die Intelligenz außerirdischen Rassen getötet, die das Portalsystem gebaut hat? Ich habe Glück, am Leben zu sein und dies und dank meiner Entscheidung, der Frau zu folgen. Aber die seltsamen Begegnungen der letzten Stunde deuten darauf hin, dass sie in der Tat eine von ihnen sein könnte. Und das wirkt sich nicht gut auf meine Überlebenschancen aus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier wirklich sein sollten. Я записываю это сообщение в надежде, что когда-нибудь эта запись, и наша миссия на этой планете будет понята. Это была мирная миссия. Мы обнаружили в себе портал 22
Ich wollte sagen, ich gehe jetzt ins Bett, ne? Alles klar. Wir sehen uns dann morgen oder hören uns morgen. Okay, machen wir. Okay. Bis Tschüssi. Okay. Das komische Energiegebilde. Also haben Sie den Virus mitgebracht? Nicht der Virus hat sie getötet, sondern sie haben diesen Planeten getötet, wie Menschen eben halt so sind. Ach, Jetpack. Ist alle. Und gibt es Energie? Das ist wohl ein Portal. Gewaltige Struktur. Unter dem Schauplatz der Massakers entdecke ich das bisher größte Bauwerk. Es scheint nicht von Menschen, sondern von den Portalerbauern gebaut worden zu sein. Haben die Russen versucht es zu erreichen? Wenn ja, kamen sie auf tragische Weise nah an ihr Ziel. Ich will noch etwas weitergehen und mich dann bis morgen etwas ausruhen. Was weitergehen? Da fragt sich nur hin. Was heißt denn weitergehen? Wohin? Wir sind jetzt am Bauwerk, gehen wir nach Hause. Sieh zu, dass du uns nach Hause schickst. Oder müssen wir jetzt wieder der Spur folgen? Weil dieses Bauwerk scheint ja. Müssen wir jetzt ernsthaft der Spur folgen? Nö, ich will dieses. Das sieht so aus, als wenn man da hoch könnte. Okay, gut. Ich frage nicht, warum jetzt wir nicht das Bauwerk erkunden. Oh oh.
Grad, aber weg ist sie. Verschwunden. Warum? She saved me. But for what purpose? Und warum bleibst du denn nicht einfach bei uns? Der Junge im Wald. Ich erkenne die sich verändernde Welt um uns herum nicht mehr wieder. Sie scheint dunkler zu sein, trostlos, hasserfüllt gegenüber unserer Anwesenheit. Mein Sohn Kolja kam letzte Woche zu mir und behauptete, er habe einen Jungen im Wald gesehen, der versuchte, ihn tiefer hineinzulocken und ihm dann einen Ast ins Gesicht schlug. Die klaffende Wunde auf sein Gesicht ist der Beweis dafür. Zwar konnte er mit dieser Geschichte versuchen, seine Verlegenheit zu verbergen, aber Kolja schwört, dass der Junge genauso aussah wie er, und ich bin geneigt, ihm zu glauben. Ich weiß nicht, ob wir diese Monstrosität geschaffen oder sie nur erweckt haben, aber ich weiß, dass wir an diesem Ort nicht willkommen sind. Ja, ich meine, ihr habt das auch alles zerstört hier. So liebelig. Toll. Das ist nicht gerade so präsent. Oh, da ist sie ja wieder. Schnell zu ihr. Ist sie dann schon da? Okay. Gestalten. Diese Wurzelkreaturen scheinen verschiedene Formen annehmen zu können. Sie haben bemerkt, dass ich die Frau verfolge und nehmen ihre Form an, um mich in ihre Falle zu locken. Oder werden sie von ihr kontrolliert? Verläuft die Kommunikation sie auf eine Weise, die ich nicht verstehe? Ich würde nichts hiervon glauben, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Aber meine Überzeugung ist wenig wert. Ich verstehe immer noch nicht, was los ist. Naja. Ich glaube, der Planet rächt sich langsam. Dann tun sie einfach alles nochmal wieder zurück. Toter Wald. Oh nein, kein toter Wald. Fehlen nur noch Clowns und Puppen. Toter Wald. Einige weitere Bestätigungen, dass es ein voller Leben war. Ich bin auf die Überreste eines einst riesigen Waldes gestoßen. Wie unser Scout-Sonden vermuten ließen, war diese Welt früher ein Ort mit vielfältigen Lebensformen und einem stabilen Ökosystem. Ja, und wir haben es geschrottet. Super. Wo sind die Fußabdrücke? Keine Ahnung, wo sie uns hinführt. Oder ob sie uns einfach zum Fressen mitnimmt? Ich weiß es nicht. Aber sie hat ein russisches T-Shirt an. Also nehme ich ja mal an, dass sie früher auch mal Russland war. Dass sie sich vielleicht mit dem verbunden hat, was eins der Planet war. Und da bin ich nicht durch. Das sind diese Energiesteine. Okay, aber wie komme ich denn? Okay. Wie komme ich jetzt da durch? Da auf jeden Fall nicht. Wir haben diese Energiesteine, aber kann ich die denn da aufschmeißen oder genau so, dass es funktioniert?
jetzt habe ich einen Energiestein. Toll. Sorry. Läuft ja. Okay, kann ich nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Haben sie abgesehen. Oh, steht ein Kopf am Baum. Sehr schön. Und das scheint ja diese Art Lebensform zu sein, die sie anscheinend ja mit dem Virus zerstört haben. Die anscheinend ja Energie erzeugt. Ich da jetzt rüber. Kann diese Energiesteine kann ich jetzt mitnehmen. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Ist hier irgendwo. Höh, fast reingelaufen. So kann ich nur sich die ganze Zeit umguckt. Opfern? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend nicht. Nicht den Baum opfern. Riesige Bäume, ja. Nehmen muss er nur. Wir kommen da nicht durch. Kohle, ich habe eine ungewöhnliche Messwert in dieser Probe erhalten, aber ich glaube immer noch, dass Kohle die ordnungsgemäße Bezeichnung für dieses Mineral ist. Da Kohle auf der Erde aus Pflanzenmaterial stammt, musste ich feststellen, dass diese Probe aus Überreste der wurzelähnlichen Kreaturen aus diesem Planeten gebildet wurde. Allerdings ist es an diesem Exemplar etwas Merkwürdiges und ich kann immer noch nicht genau erfassen, mit welcher Art von Lebensform wir es zu tun haben. Okay. Aber. Oh, mal ernsthaft. Du springst auf was weiß ich wie viele Kilometer runter, aber da. Nein, oh Gott, ich habe mich nicht verletzt. Ja, ich müsste da nicht durch, aber irgendwie. Vielleicht stelle ich mich auch gerade in die Probleme an. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich
Ja, okay, das war schon wieder mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.